Herzlich willkommen bei einem neuen Video bei der Heimschuhfamilie. Wir starten hier in Glummerstress vor dem Bärenzüß, aber es soll heute gar nicht um die Bären, also Bären, das sind natürlich die Heidelbeeren und so weiter, gehen, die hier verarbeitet werden, sondern heute ist ein Surströmming und Warmkorf-Event. Warmkorf ist warme Wurst und wir wollen das einfach als Familie mal ausprobieren. Ich habe sechs Kiddies dabei, die anderen wollten nicht mit. Aber die mögen auch nicht so Surströmming. Also wir lassen uns mal überraschen, was uns da erwartet. Viel Spaß bei diesem Video. So, einen kleinen Überblick, wie das hier funktioniert. Also, wir müssen uns erst ein Tablett nehmen, Teller. Dann gibt es hier verschiedenes Knäckebrot und Cream. Und hier ist der Surströmming. Dann nimmt man sich dazu Kartoffeln. Gibt es hier verschiedene Arten von Kartoffeln. Dann Zwiebeln, Tomaten. Und das darf man sich alles zusammenstellen. Und dann gibt es hier noch Getränke und Hot Dogs. Das Schöne ist, habe ich gerade erfahren, das ist alles kostenlos. Also wir brauchen hier nichts bezahlen. So sieht jetzt das Tablett aus. Also hier gibt es Hot Dogs. Jetzt auch nochmal hier dieses, das ist so Knäckebrot. Also es ist richtig hart. Und Surströmming. Man muss jetzt, diesen Fisch isst man jetzt nicht ganz so komplett, sondern man muss den jetzt auch auseinanderbauen. Und das werden wir jetzt mal hier probieren. Und die Hot Dogs, ja, sind für die Jungs. Also, wie gesagt, alles kostenlos. So, ich bin jetzt hier gerade dabei, das auseinanderzubauen, weil man darf ich da die Gräten und solches Zeug alles nicht mitessen. Und dann hat man halt so dieses ziemlich, ja, ist eine sehr komische Konsistenz. Und ich mache mir das jetzt hier auf das Brot drauf und dann wollen wir das gleich probieren. Also vom Geruch her ist es ja ungewöhnlich. Aber wir sitzen ja hier draußen. Also hier sieht man, dass hier, wir sind hier in so einem Außenzelt und dadurch geht's mit dem Geruch. Also ist jetzt nicht so, dass man sich übergeben müsste oder so. Aber das, die Leute vertragen das ja auch unterschiedlich. Aber hier, das Zelt ist voll und draußen sitzen auch ganz viele Leute. Also ich probiere das jetzt mal. Da ist auch sehr viel anderes. Ich habe noch keine Zwiebeln. Ich kann nicht machen, also, da das die ja alles mit Zwiebeln, Kartoffeln und so weiter zusammen essen, schmeckt man das eigentlich ziemlich wenig. Also es ist ja auch keiner pur, also soweit wir wissen. Und man hat halt so einen sehr seltsamen Geschmack so dazwischen, den man nicht so kennt. Also Zwiebel merkt man, also ich hatte jetzt noch mal ein bisschen mehr. Ja, es ist halt so ein, so eigentlich ist es weniger, der Geschmack ist sehr salzig, oft sehr intensiv, aber nicht ein ekliger Geschmack, finde ich. Es ist nur dieses Aroma, was irgendwie, glaube ich, Leuten das verdirbt. Aber ansonsten, gut, also ich würde das jetzt auch essen. So, nach dem Surströmming gibt es jetzt hier noch ein bisschen Nachtisch. Ich habe mir noch mal einen Hotdog geholt. Mal gucken, wie der hier so im Norden schmeckt. Ein bisschen Kaffee mit Milch. Und dann haben die hier so einmal so ein Massa-Mandel. Ich nehme an, das wird vielleicht mit Marzipan oder sowas sein. Und so ein Delicato-Bowl. Und die Kinder haben ein Lolli. Yippie! Einen kleinen Nachtrag habe ich noch, was so ein bisschen unschön ist, dass man so, also oder ich zumindest und eine meiner Töchter, so ein bisschen aufstoßen haben jetzt so ein bisschen. Und dann hat man immer wieder diesen Surströmming-Aroma in der Nase. Das finde ich ein bisschen eklig. Das brauche ich nicht. Und deswegen werde ich da das wahrscheinlich auch nicht mehr essen. Aber wenn es jemand schmeckt, kann er es ja machen. Ja, und schon ist das Video vorbei. Es war ein sehr interessanter kleiner Termin. Wir haben Leute getroffen. Hier kommen so die Leute aus dem Ort zusammen. Und ja, es ist mal eine interessante Gelegenheit, Surströmming auszuprobieren. Wir können das auch empfehlen, das mal auszuprobieren. Aber man muss da echt ein paar Sachen beachten. Man sollte diese Dosen nicht in geschlossenen Räumen oder Autos oder sowas aufmachen, was manche Leute machen. Also als ja, Überlebenschallenge quasi. Nee, also es ist halt so ein ganz komischer Geruch und den ist man nicht gewöhnt. Deswegen macht es lieber draußen mit genug Abstand und gießt auch das vorher weg. Da gibt es so Anleitungsvideos.
Genau, ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant, einen kleinen Eindruck zu geben. Und dann bis zum nächsten Mal.